Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Wasserstoffauto, mit dem Verbrenner, Benziner, Diesel, Hybrid, Mit dem was, Zeppelin, mit mit dem dem Ballon, ist völlig Zeppelin, egal, mit dem ist völlig U-Boot, egal. Fahrzeug. Ich bin bei Steve zu Hause. Hi Hi Steve. Julian. Hallo, grüß euch auch vor dem Bildschirm am Handy. Wir haben was zu feiern. Ja, 5000 Abos. Wahnsinn. 5000 von euch haben unseren Kanal abonniert. Wir hätten niemals damit gedacht. Wir sind ja schon bei den 1000 irgendwie halb umgefallen. Auf jeden Fall, ja, vor Ja. allem in der Geschwindigkeit, ne? Wann hast du Unglaublich. angefangen? Ende März, Anfang Ja. April hast du angefangen. Halbes Jahr hier. Wahnsinn. Kurz danach bin ich damit eingestiegen und dann sind wir, ja, keine Ahnung, innerhalb kürzester Zeit explodiert Ja. und jetzt ist noch nicht mal ein Jahr Ja, rum. das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, 8 Monate rum oder so, haben 5000 Abonnenten. Mhm. Vielen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist super. Der Support spornt uns auch unheimlich an. Und ihr habt es ja vielleicht auch gesehen, dass wir unter anderem, wie wir es immer gesagt haben, auch tatsächlich, es ist wirklich so, durch die hohen Abonnentenzahlen wirklich auch jede Menge spannende Interviewpartner kriegen. Ich glaube nicht, dass das möglich wäre, wenn man nur so, wenn man da als Privatmann irgendwie sich meldet, ja, bei bestimmten Dingen. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Da sind jetzt zum Beispiel zuletzt rausgekommen das Video von Localizer. Ja. Wahnsinnig interessant, ne? Wie man den richtigen Standort einer Ladesäule findet. Und ich verlinke es mal hier über Julians Kopf. Ansonsten haben wir noch, wir hatten jetzt, was hatten wir noch zuletzt? Wir haben Audi abgedreht. Wir haben es Ja. oft und immer wieder angekündigt, dass wir zu Audi kommen und uns den Stromspeicher von Audi auf dem EUREV-Gelände hier in Berlin-Schöneberg angucken können, kurz nachdem er in Betrieb gegangen ist. Wir haben das Ding abgedreht. Das ist unfassbar interessant, aber es ist, Audi ist ein sehr großer Konzern. Es ist intern noch in der, sagen wir mal, Marketingkontrolle. Es ist klar, da muss jedes Wort, was da gesagt wird, auch gerade von Seiten von Herrn Kupfer, der uns dort betreut hat und uns alles gezeigt hat, da muss wirklich jedes Wort genau abgeprüft werden. Aber wir warten darauf, dass wir jetzt kurzfristig die Freigabe kriegen und dann könnt ihr euch wirklich auf was gefasst machen, denn das wird unglaublich spannend. Für uns war es unfassbar spannend. Wir werden auch dann jetzt in der nächsten Woche, je nachdem halt wann ihr das Video guckt, kommen wir sogar in den Reichstag. Wir kriegen, haben einen Interviewtermin bekommen bei einem Mitglied des Bundestages. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Auch da werden wir ganz intensiv zum Thema Elektromobilität und vor allem auch Ladeinfrastruktur sprechen. Aber wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben ja ein ganz dickes Ding vor uns. Ja, So ein und ganz zwar, dickes. ich habe mir schon mal eine kurze Ankündigung gemacht, ein richtig dickes Ding. Echo Grand Prix in Oschersleben. Na, Wahnsinn, Julian? das wird der Hammer. Echo Grand Prix in Oschersleben am 29. und 30.11. findet auf der Motorsportarena Oschersleben ein 24-Stunden-Rennen ausschließlich aus batterieelektrischen Fahrzeugen statt. Und nicht irgendwelche batterieelektrischen Fahrzeuge, sondern Serienfahrzeuge. Genau. Ganz normale Fahrzeuge, wie sie auf der Straße fahren, sonst, ne, die sind, ja, So wie die. eure Zoe, wie euer Ioniq, wie euer was auch immer, wie euer Leaf, die fahren da. Dem Organisator geht es halt eben darum zu zeigen, dass die Grenzen der Elektromobilität viel, viel weiter sind als oder viel, viel weiter entfernt sind als das, was man immer so hört, und dass die Elektromobilität ja viel besser funktioniert, als ihr Ruf eigentlich ist. Definitiv. Ne? Also man kann nicht nur bis zum Bäcker fahren, sondern es geht auch noch ein bisschen weiter. Und die Interessengemeinschaft Elektromobilität wird von diesem Event 24 Stunden lang livestreamen. Genau. Denn in der letzten Zeit oder bei den letzten Rennen war es so, kam es so ein bisschen rüber, als wenn das so ein bisschen lückenhaft ist, die Berichterstattung. Und da haben wir uns gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt wie folgt. Wir wollen jetzt einfach 24 Stunden davon berichten. Das heißt also, der Plan ist, 24 Mal mindestens 20 Minuten bis eine halbe Stunde, also immer zur vollen Stunde. Wahrscheinlich werden wir einen Stream starten, werden interessante Interviewpartner haben, werden die Fahrer interviewen, werden durch die Boxengasse gehen, wir werden mit dem Pacecar rausfahren dürfen, wir werden hinten von der Strecke filmen können und streamen können. Wahnsinn. Es sind auch noch wirklich wahnsinnig interessante Interviews in der Hinterhand, also unbedingt gespannt bleiben. Ich kann noch nicht zu viel erzählen, weil da ist man noch mit dem Management in Abstimmung. Aber ich sag mal so, es ist ein bekannter Rennfahrer, der relativ viel für Elektromobilität übrig hat.
Ja, da könnte ich mir schon fast vorstellen, wer das ist. Aber wer schon mal selber so ein bisschen sich mit Video und Streaming beschäftigt hat, der weiß, wie viel Aufwand das ist. Und wir freuen uns drauf auf Ja. diese Aufgabe. Das wird wir werden dort von der Interessengemeinschaft mit fast 20 Leuten anrücken, um euch das sicherzustellen. Und wir haben es vor allem deswegen angeleiert, damit ihr nicht ständig zwischen unterschiedlichen Kanälen hin und her switchen müsst, sondern dass ihr bei einem Kanal bleiben könnt und alles nachvollziehen könnt und nichts verpasst. Und wie sozusagen an einem, wie beim Fernsehen früher, sage ich jetzt Genau. mal, ja, sozusagen auf einem Kanal bleiben könnt, um euch alles anzugucken und nichts zu versäumen. Und Es wird eine Regie geben. Es wird einen quasi auch für das Equipment einen Lademeister geben, der dafür sorgt, dass alles in einem Equipment immer permanent aufgeladen ist, dass wir immer volle Akkus haben. Also die Regie wird uns sagen, wo gerade etwas auf dem Platz los ist, denn die sitzt direkt neben der Rennleitung. Ja, die kriegt da sofort was Super. mit. Genau. Und wir kriegen auch 400er, eine 400er Mbit-Leitung für den Stream. Das heißt, wir hoffen, dass auch die Bildqualität und Tonqualität dann tipptopp sein wird. Wenn wir rausfahren aufs Feld, wird es über LTE laufen. Muss man dann gucken, das wisst ihr selber. Aber alles, was so im Bereich der Boxengasse geht, wird Genau. also, denke ich mal, in sehr, sehr guter Qualität sein. Das wird richtig Spaß machen, sich das anzugucken. Auf jeden Fall. Und damit ihr dann eben auch keinen Stream verpasst, natürlich wieder der Aufruf, abonniert den Kanal, drückt Unbedingt. die Glocke, Gleich weil jetzt. dann bekommt ihr natürlich sofort Bescheid, ne? In dem Moment, wo wir dann online gehen, wisst ihr sofort, wenn wir senden. Genau, so machen Dazu wir sei das. noch gesagt, in der Vorankündigung kam wahrscheinlich die ein oder andere Aussage vom Raphael Oh nicht ganz ja, richtig rüber. genau. Und da möchte ich ganz gerne nochmal klarstellen. Also ich kenne Raphael auch, will ich mal kurz dazwischen schieben. Ich habe Raphael de Maistre kennengelernt bei der ersten E-Tour Brandenburg, die war 2012, haben wir die gemacht. Und Raphael war damals schon mit dabei. Er ist ein echtes Urgestein. Also er ist nicht nur mit seinen Tesla-Fahrzeugen zweimal um die Welt gefahren, sondern er weiß wirklich, was er macht. Er weiß, wofür er eintritt. Und er macht das alles mega professionell. Er lässt richtig Kohle in dieses Projekt reinfließen. Insgesamt in sein ganzes Engagement für die E-Mobilität fließt unheimlich viel Geld aus seinem Unternehmen rein. Ich habe da wirklich mächtig Respekt vor. Deswegen freue ich mich auch wahnsinnig darauf. Und worauf wir eigentlich hinauskommen wollten, war diese eine Textszene, die so ein bisschen komisch Genau, rüberkam, genau. Steve. Es wurde gesagt, dass zum Beispiel auf dem Gelände Elektrofahrzeuge laden können und dass er eine Geschichte aus dem letzten Jahr erzählt hat, wo es darum ging, dass ein Plug-in-Hybrid halt eben rauffahren wollte, weil er sagte, ich bin noch ein Elektroauto, und er hat gesagt, nein, das bist du eben nicht, du bist nicht 100% elektrisch. Das ist nicht böse gemeint, und Na, ich gar blende nicht. an dieser Stelle mal die Going Electric-Karte für alle ein. Und zeige euch mal, wie die Ladeinfrastruktur um Oschersleben aussieht. Denn die ist bei weitem nicht prickelnd. Ja? Und demzufolge hat man vor Ort gesagt, okay, alle, die mit dem Elektroauto kommen, sollen eine Lademöglichkeit bekommen. Da das Rennen ja 24 Stunden geht und man voraussichtlich ein bisschen länger bleibt, werden es ungefähr 40 bis 60 Schuko-Anschlüsse sein, die dort vor Ort zur Verfügung stehen. Es gibt natürlich begrenzten Platz, und ich blende auch hier mal das Bild von der Webseite aus Oschersleben ein. Da seht ihr, dass dieser Platz hinter dem Boxengelände normalerweise zum Fahrerlager gehört. Das heißt, da kommt eigentlich gar keine Privatperson rauf. Bei dieser Veranstaltung haben wir das natürlich nicht, dass wir mit gigantischen Trucks anrücken und, und. Sondern diese, Straßenfahrzeugen. genau, Straßenfahrzeuge. Das heißt, wir brauchen diesen Platz so gesehen nicht, und deswegen ist der als Ladepark eingerichtet worden. Es sind alle herzlich willkommen, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Wasserstoffauto, mit dem Verbrenner, Benziner, Diesel, Hybrid, Mit einem was, Zeppelin, mit mit einem dem Ballon, ist völlig Zeppelin, egal, mit einem ist völlig U-Boot, kommt egal. hin, es wird ein Mega-Event. Genau. Es ist jeder recht herzlich willkommen. Und damit auch kein falscher Eindruck entsteht, dass man irgendwie einen Verbrenner bestrafen möchte, die Elektrofahrzeuge, die auf den Platz fahren können, die werden auch Eintrittsgelder technisch nicht bevorzugt. Genau. Ja, die müssen trotzdem den vollen Eintritt bezahlen. Sie haben lediglich die Möglichkeit, dort ihr Elektrofahrzeug zu laden. Ja, also letztlich, wir brauchen einfach den Platz. Der Platz wird einfach benötigt für die E-Fahrzeuge. Also bitte lasst euch davon nicht irgendwie jetzt abschrecken. Kommt hin, habt Spaß mit uns. Wir übertragen live, aber da zu sein, das ist 24 Stunden. Das heißt, ihr findet garantiert ein bisschen Zeitslot, mal zu kommen und zu gucken auf dieses Endurance Race, wie es ja so schön auf der Webseite heißt. Also es geht nicht so sehr um Geschwindigkeit, sondern es geht Ja. ja nicht hauptsächlich wirklich auch wieder hier mit um Effizienz der Elektrofahrzeuge.
was mir noch einfällt, zu den Probefahrten. Ja. Jeder, der mit einem Elektroauto fährt und gerne auch den anderen Besuchern dieses Elektroauto zeigen möchte oder Probefahrten anbieten möchte. Ja? Das bedeutet, in erster Linie ist es so gedacht, dass der Fahrer, der Besitzer selber fährt und die Interessenten nur mitfahren. Ja. Ob der Besitzer den Interessenten fahren lässt, ist ihm selbst überlassen. Es gibt eine kleine Kartstrecke an der Seite, die ist etwa 1 Kilometer lang und darauf kann man dann einfach mal so seine Runden drehen und kann gerne mal die Vorzüge eines Elektroautos nach außen kehren. Dazu ist auch jeder Elektroautobesitzer herzlich eingeladen. Und ich blende mal die Adresse ein, unter der man sich registrieren kann. Denn es ist wichtig, dass man sich dafür vorher registriert, ja, ja, damit wir da einen Überblick haben, wie viele Elektrofahrzeuge und welche Modelle es gibt. Ne? Deswegen bitte gerne zahlreich registrieren und ihr bekommt dann auch vom Team von Raphael Bescheid, ob ihr dann dort eure Probefahrten anbieten könnt. Steve, ich glaube, das reicht. Wir müssen noch Videos schneiden und bearbeiten und uns vorbereiten auf die nächsten Videos. Absolut. Also, wir freuen uns auf euch. Steve, wir haben alles gesagt. Ne? Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag, morgen, Nachmittag, wie wann auch immer ihr das seht. Und bis zum nächsten Mal, sagen Steve und Julian. Ciao, ciao.